Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, das 1x1 des automatischen Börsenhandels. Und ja, wenn es um automatischen Börsenhandel geht, dann machen wir das auch in der Regel mit David Warne von AlgoCamp. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier bei uns ist und das Seminar für uns hält. Und ja, ich freue mich auch, dass Sie heute Abend live dabei sind. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Nelson Cardoso Neto. Und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich die Bühne dem David überlasse, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Gut, dann, lieber David. Ich übergebe dir den Bildschirm, wünsche wie immer viel Spaß, aber auch viel Erfolg. Danke für deine traumhafte Einleitung. So, jetzt sollte man meinen Monitor sehen, oder? Ja, die FX Flat Website ist zu sehen. Perfekt, meine Startseite natürlich. So, Richtige ja, dann Antwort. von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Es ist leider das allerletzte für dieses Jahr. Aber gut, wir haben jetzt auch Mitte, ja, schon gut Mitte Dezember. So langsam fährt man alles runter und dann ist es für uns auch das allerletzte Webinar hier. Natürlich wieder mit unserem Lieblingsthema Algo Trading. Heute wieder die Folge 1x1 des Algo Tradings. Wir wollen uns heute wieder um ja, so einen kleinen Crashkurs quasi starten von A bis Z, um uns mit dem Thema zu beschäftigen und am Ende den Status zu erreichen, wo wir sagen, gut, wir haben jetzt 60 Minuten ordentlich was mitgenommen und jetzt können wir quasi starten mit dem Thema. Das soll heute so unser Plan sein. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, okay, das Thema ist interessant, aber ich bin da noch nicht so fit in dem Thema, dann werden Sie heute auf jeden Fall gegen 19 Uhr so weit sagen, dass Sie selbst entscheiden können und sagen können, okay, das passt doch zu mir, das ist auch gar nicht so schlecht oder okay, das ist nicht das, was ich vielleicht erwartet habe. Ja, mein Name ist David Warne, hat Nelson ja schon gesagt. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der AlgoCamp GmbH. Wir sind ich glaube, seit 2016 am Markt in Berlin. Wir verstecken uns nicht irgendwo auf den Seychellen oder irgendwo in Dubai, sondern wir haben das ganz traditionell oder altmodisch mit einer deutschen GmbH gemacht. Wir sitzen in Berlin, wir haben unser Büro in Berlin und machen quasi nichts anderes außer dieses Thema automatisierter Börsenhandel. Das heißt, wir entwickeln Strategien, wir programmieren die Handelssysteme und drumherum gehört noch eine ganze Menge dazu. Trading-Server, Systeme, die das Konto so ein bisschen überwachen. Viele, viele Sachen kann man automatisieren. Wahrscheinlich noch viele, viel mehr, als wir so im ersten Moment denken, wenn wir nur an die Algos oder an die Roboter denken. Ja, was möchte ich am Anfang erstmal starten? Wir haben ja so langsam Weihnachten steht ja vor der Tür und wir haben selbst bei AlgoCamp ja auch einen Trading-Adventskalender. Wenn Sie also bei uns auf der Seite sind, algo-camp.de, dann haben wir oben auch unseren Adventskalender verlinkt. Den hat der Nelson, glaube ich, noch nicht aufgemacht, wie ich gesehen habe. Und hier können wir eigentlich jeden Tag immer ein Türchen öffnen und ja, hinter jeder Tür versteckt sich etwas, was ja, mit dem Trading zu tun hat. Ja? Das heißt, vielleicht Handelssysteme, Hardware, die wir benötigen oder ja, wir brauchen also einiges zum Trading. Da lohnt es sich auf jeden Fall, die Tür jeden Tag zu öffnen. Kostet natürlich nichts. Bis zum 24. geht das Ganze. Das heißt, die Türen öffnen sich immer um 0 Uhr und bis zur Mitternacht kann man die Tagestür öffnen und am nächsten Tag ist dann vorbei. Das heißt, wer sagt, gut, Trading ist eh was für mich und Algo-Trading könnte auch für mich interessant sein, dann kann man hier die Türchen anklicken und einfach mal nachschauen, was drin ist und sich dann dafür eintragen. Perfekt, dann starten wir. Traditionell lasse ich inzwischen immer gerne bei den Vorträgen die PowerPoint-Präsentation weg, weil ich das selbst immer sehr, sehr langweilig finde, wenn ich das betreute Vorlesen quasi habe, wo jemand die PowerPoint-Präsentation durchgeht und mir quasi vorliest, was auf den Folien liegt. Dafür ist das Thema eigentlich dann doch zu spannend, gerade im Trading. Deswegen werden wir uns heute eigentlich primär auf unserem digitalen Whiteboard bewegen und MetaTrader hier von FXBet, wo wir einfach mal beides ja, jederzeit durchgehen, das, was wir erklären, so ein bisschen malen oder im Chart zeigen. Das ist, denke ich mal, spannender
die Hochglanzfolien, die vorbereitet sind. Wie immer, wenn Fragen da sind, ich habe hier auf dem zweiten Monitor immer noch die Fragebox auf. Das heißt, Sie können die Fragen gerne jederzeit reinposten. Ich schaue immer mal rauf und je nachdem, wie es passt. Wenn die Frage gerade zum Thema passt, dann nehme ich die natürlich gleich mit rein. Und ansonsten werden wir am Ende des Webinars ja auf jeden Fall noch ausreichend Zeit haben, um alle Fragen nochmal durchzugehen, alles zu beantworten, nochmal auf Details einzugehen. Und wenn dann immer noch Fragen offen sind, natürlich gar kein Problem, wir sind ja heute alle nicht aus der Welt um 19 Uhr, dann geht das Ganze noch später weiter. Kontaktieren Sie dann einfach uns oder kontaktieren Sie auf Expert, je nachdem, was Sie da für eine Frage haben. Die Antwort gibt es auf jeden Fall. So, wie starten wir? Wo wollen wir starten? Einmal eins des Algo-Tradings. Je nachdem, welche Erfahrungen Sie schon gemacht haben. Wir haben hier sowieso viele Begriffe in dieser Welt. Wir haben die Expert Advisor, das ist ja das, was wir hier so aus dem Metatrader kennen. Wir haben Handelssysteme, wir haben Roboter, Algo-Bots, Trading-Bots. Es gibt viele Begriffe dafür. Im Grunde genommen ist alles eigentlich das Gleiche. Also wir haben ja auch andere Plattformen, sei es, was haben wir noch, den Agena-Trader, wir haben den Stereo-Trader, wir haben den Ninja-Trader, wir haben ja die TWS, also die Trader-Workstation, wo wir auch noch Handelssysteme ranprogrammieren können. Und im Grunde genommen ist das alles das Gleiche. Der Begriff Expert Advisor hat sich nur so ein bisschen weiter verbreitet, ist, wenn man ganz genau ist, eigentlich die Bezeichnung für die Handelssysteme MetaTrader 4 und 5. Da kommt der Begriff Expert Advisor prima her. Das heißt, wenn ich ein Handelssysteme für die TWS oder für den NinjaTrader habe, dann ist die offizielle Bezeichnung nicht Expert Advisor, aber im Grunde genommen ist es ja alles das Gleiche. Und zwar haben wir da einen Roboter, der automatisch am Markt agiert. Und zwar zu 100% automatisch von A bis Z. Das heißt, er geht die Position ein, er geht die Position wieder raus, also er schließt sie, er setzt den Take-Profit, den Stop-Loss, er macht einfach alles. Und da geht so ein bisschen der Mythos los, der gerne mal ausgelegt wird, dass das doch die Supermaschinen sind, mit denen wir täglich Geld drucken können, die alles wissen, die alles besser wissen. So ist es natürlich nicht. Also da muss ich Sie schon mal direkt enttäuschen. Wenn man es ganz, ganz nüchtern betrachtet, ganz trocken betrachtet, dann machen Handelssysteme eigentlich nur das, was der Programmierer ihm quasi gesagt hat. Also nehmen wir einfach mal eine ganz klassische Strategie. Wir haben jetzt hier den Euro-Dollar im Stundenchart auf und ich packe hier einfach mal den SMA rauf. Nehmen wir den 50er SMA, so der 50er Durchschnitt. So, den haben wir hier visualisiert auf Stundencandles vom Euro-Dollar. Nehmen wir an, ne, das soll natürlich keine Empfehlung sein und das ist wahrscheinlich auch nicht profitabel, aber es ist einfach nur eine einfache Beispielstrategie. Nehmen wir an, das wäre die Strategie, die für uns profitabel ist, wo wir also sagen, beim Kreuzen gehe ich halt in den Markt. Hier unten gehe ich kurz Short, habe einen Verlust, gehe dann Long, gehe hier wieder Short, gehe hier Long, Short. Die Klassikerstrategie, ich glaube, jeder, der mit dem Trading angefangen hat, hat da schon mal die Finger sich so ein bisschen verbrannt und gedacht, da ist der heilige Gral. Sieht auch gut aus, wenn ich mir den Chart so anschaue, dann sieht das Kreuzen eigentlich immer ganz gut aus, aber wir vergessen dann am ersten Moment natürlich so die kleinen Details, wo wie viel Geld verbrannt wird. Aber das, wie gesagt, soll keine Rolle spielen, ob das jetzt profitabel ist. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wir handeln das manuell, weil wir diese Strategie im Traders Mag gefunden haben, in irgendwelchen Webinaren, Forum. Es gibt ja unendlich viele Quellen, wo wir uns so gerne den ganzen Tag befinden, um die Strategien zu finden. So, was müssten wir eigentlich machen oder was machen Sie wahrscheinlich da draußen? Sie sitzen davor und warten halt, bis dieses Signal kommt. Das ist also das typische Warten eines Traders. Was machen wir so den ganzen Tag? 95% den Chart angucken und dann 5% wirklich traden. Das heißt, hier würden wir jetzt zum Beispiel warten, wann kommt der Markt endlich runter und zieht der Durchschnitt hoch, damit wir ein Kreuzen haben und handeln können. Machen wir das mal auf eine Minute. So, gehen wir mal 5 Minuten. Hier, okay, könnte nicht mal so lange dauern, bis wir ein Kreuzen haben, aber es dauert halt. So, und das ist, diese Trades umzusetzen, ist, ich persönlich bezeichne das immer so ein bisschen als, so stupide Roboterarbeit. Ne? Also wir können einfach hier jemanden davor sitzen oder vielleicht auch unser Hausäffchen trainieren, der
beim Kreuzen auf Kaufen und andersrum Kreuzen auf Verkaufen drückt, da braucht man nicht so viel können, da muss man keine Markterfahrung haben, sondern es geht ja einfach nur um stupide Umsetzen. Macht das Spaß? Na klar, es macht uns Spaß, den Chart den ganzen Tag zu beobachten, zu schauen, was geschieht hier, was passiert hier, wo ist gerade Bewegung, wo kann ich reinspringen? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist oft der Erfolg zum oder der Weg zum erfolgreichen Trader der Weg, dass wir halt mindestens eine Strategie immer strikt umsetzen. So das typische Problem, was Sie wahrscheinlich auch kennen, was viele, viele Trader draußen haben, ist halt immer so dieses Hin- und Herhüpfen, ne? Also ich habe jetzt diese Strategie eigentlich, die profitabel ist für mich, aber weil hier gerade nichts passiert, dann google ich halt wieder ein bisschen was oder suche mir eine neue, mache ein neues Chart auf und gucke mir hier meine Indikatoren durch und sehe dann hier irgendwie, weiß nicht, den Parabolic da, pack den rauf und dann bin ich plötzlich ein Parabolic Trader, weil das für mich interessanter ist und denkst, boah, die Punkte, die sind ja perfekt. Sobald der nächste Punkt kommt, gehe ich hier long und plötzlich habe ich meine Strategie hier wiederum vergessen. Ja, also dieses Hin- und Herhüpfen, was meiner Meinung nach ein großer Punkt ist, wieso so viele im Trading halt Geld verlieren, dieses Hin- und Herhüpfen. So, und da wir was Spannenderes zu tun haben, als jetzt hier darauf zu warten, bis der Kurs und, den Durchschnitt kreuzt oder welche Strategie wir auch immer haben, können wir das ganze Jahr komplett automatisieren. Also es spricht eigentlich nicht so viel dagegen, das Ganze zu automatisieren, oder eigentlich nichts dagegen. Da kommen halt direkt die ganzen Vorteile zum Vorschein. Was passiert, wenn ich das jetzt programmieren lasse? Also entweder lasse ich das programmieren oder ich programmiere es selbst oder ich kaufe ein fertiges System. Das spielt ja keine Rolle. Wir haben ja viele, viele Möglichkeiten, um hierher zu kommen. Das ganze Internet ist voll von kostenlosen Systemen, von kostenpflichtigen Systemen. Da geht es ja gar nicht um die passende Bezugsquelle darum. Sondern wenn wir das Ganze automatisieren lassen, dann haben wir am Ende quasi einfach nur ein Stück Datei. Das ist dann das eigentliche Handelssystem, was wir hier auf den Chart anwenden. Also ich zeige das mal direkt. Ich klicke einfach nur hier rauf, klicke auf OK und zack, ist mein Handelssystem schon aktiv. So, also relativ simpel ist das, was ich jetzt gekauft, programmiert oder wie auch immer habe, auf dem Chart aktiv und würde loshandeln. Das heißt, ich muss nicht mal davor sitzen und warten, bis das umgesetzt wird. Also ich muss nicht mehr gucken, wann kommt ein Kreuzen. Und da haben wir halt die Vorteile, dass ich Zeit spare. Also ich könnte jetzt auch einfach das Büro verlassen, nach Hause gehen, komme morgen wieder und schaue dann auf den Chart und sehe, was die Nacht passiert ist. Das heißt, das Ganze läuft auch 24 Stunden, je nachdem, was wir natürlich handeln. Wenn ich jetzt ein Indiz handel, was Schließzeiten hat, dann natürlich nicht. Aber den Euro-Dollar, den könnte ich einfach von Montag bis Freitag plus minus eine Stunde durchgehend handeln. Egal, ob ich schlafe, im Urlaub bin, unterwegs bin, einkaufen bin oder was auch immer mache, es wird gehandelt. Und zwar fehlerfrei. So, nehmen wir jetzt diese Situation hier wieder an. Ich warte darauf, dass der Kurs den Durchschnitt kreuzt. Und ich muss jetzt kurz mit den Hunden raus. Ich muss kurz die Kinder wegbringen oder was auch immer machen. Komm wieder und dann haben wir das Kreuzen verpasst. Das haben wir mit dem automatischen Handelssystem dann wiederum nicht. Das klingt relativ stupide, aber das automatische Handelssystem schläft nie, es wird nie müde, es macht keine Fehler, es ist immer am Start, es berechnet alles in Sekundenschnelle. Das heißt, wenn wir also hier auch einen Stop-Loss berechnen, nach einer gewissen Logik, sagen wir einfach mal, wir nehmen noch einen RSI rein als Indikator und sagen so ein bisschen, ja, RSI mal 2, das sind ist unser Stop-Loss. Aber wenn wir also hier ein Kreuzen haben, müssen wir nicht erst nachrechnen, okay, der RSI, der liegt jetzt hier bei, das ist jetzt bei 45, das heißt, okay, Stop-Loss, ne, ist jetzt die 90, trage ich ein, ich mache meine Order-Maske auf, das ist alles Zeit, was wir uns ersparen. Jetzt natürlich ist der Markt relativ ruhig, aber wenn wir einfach mal ein paar Stunden zurückgucken, dann macht er schon ein bisschen mehr Bewegung am Markt und dann entscheiden solche Sekunden auch oft darüber, ob wir jetzt mit Gewinn oder Verlust rausgehen. Anderes Beispiel, wir gehen in den Markt, der Markt rennt komplett gegen uns und der Stop-Loss war noch nicht am Markt. Das alles sind Probleme, die wir einfach nicht mehr damit haben. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach unser System XYZ, das ist auf dem Konto nicht aktiv, aber rein theoretisch würde es jetzt loshandeln und wir müssen im Grunde genommen nichts mehr machen, außer
darauf achten, dass der MetaTrader an ist. Also Sie müssen schauen, ist der MetaTrader jetzt hier von der XWert an? Ja, er ist an. Er ist eingeloggt. Wir sehen hier unten den Verbindungsstatus. Die Zahl bewegt sich. Der Markt bewegt sich. Die Kurse bewegen sich. Okay, das war's. Mehr muss ich im Grunde genommen gar nicht beachten dabei. So, was mache ich jetzt als Trader? Komplett aufhören mit dem Hobby oder mir ein neues Hobby suchen? Nein, natürlich nicht. Wir können die Zeit halt perfekt nutzen, uns noch andere Märkte anzusehen. Das heißt, wenn wir bisher einfach nur die Zeit dafür hatten und nicht mehr geschafft haben, als den Euro-Dollar zu handeln auf 5 Minuten, können wir das Gleiche auch noch auf zum Beispiel den British Pfund zu uns ansehen. Das heißt, wir würden hier auch den SMA einfach mal raufnehmen. Wie gesagt, der Roboter, der handelt hier. Also wir müssen darauf nicht mehr achten. Wir haben jetzt Zeit für was anderes. Wir packen jetzt hier auch den SMA rauf und können uns jetzt hier den Markt angucken. Von mir aus traden wir jetzt hier diesen Markt ein paar Wochen manuell, ein paar Monate manuell, machen ein paar Analysen und sagen, okay, hier muss ich ein bisschen was anpassen. Hier ist von mir aus der Indikator, ist der SMA in der Tiefe von 60 perfekt für den Markt. Okay, nehme ich. Und dann könnte ich auch das Handelssystem hier drauf anwenden. Das heißt, ich habe jetzt hier 2 Charts. Hier läuft das Handelssystem A. Hier kommt jetzt das gleiche Handelssystem drauf für ein anderes Asset. Und es würde jetzt hier laufen. So, und das, da müssen wir überlegen, kommen wir zum nächsten Vorteil. Das Ganze kann ich natürlich mit 20, 30 weiteren Charts auch machen. Das heißt, ich kann also hier noch irgendwann die Reihe komplett haben mit Charts und ich hätte dann 20, 30, 40 Märkte, die komplett automatisiert parallel gehandelt werden. Das heißt, wenn wir uns einfach mal die Produktpalette anschauen von FXBet, dann haben wir noch viel vor uns, damit wir für jeden Markt ein System am Start haben, was das Ganze handelt. So. Und das können wir als manueller Trader niemals erreichen. Und da, das ist egal, ob wir Vollzeit-Trader sind, Feierabend-Trader, nebenberuflich Trader, wie auch immer. Wir haben diese Zeit nicht dafür und das ist auch relativ stupide, wenn ich dann irgendwann 50 Charts aufhabe, die ich durchklicke, um zu gucken, wo ist jetzt hier mein Signal. So, das ist also ein ganz, ganz großer Vorteil. Wir können einfach den kompletten Markt mit abdecken, wenn wir etwas Profitables haben. So. Und da kommen wir direkt wieder zum nächsten Vorteil. Wir haben eigentlich extrem viele Vorteile heute, bevor die Nachteile kommen, ist, dass wir das Ganze testen können. Also wahrscheinlich, kommt sehr, sehr oft vor, kann es sehr gut sein, dass Sie da draußen eine Strategie traden und verfolgen, die aber gar nicht wirklich profitabel ist, mittelfristig gesehen. Und das kenne ich auch aus meiner Anfangszeit und das höre ich auch heute noch von vielen die noch relativ frisch im Trading sind oder erst ein paar Monate dabei sind, dass sie irgendwo was aufgeschnappt haben. Wo auch immer. Vielleicht irgendwie ein Webinar gesehen haben irgendwo oder irgendwas gelesen haben, wo sie die Strategie gehört haben, ein Kurs muss den Durchschnitt brechen und der RSI muss dann aber irgendwie unter 50 sein oder über 50, je nachdem wie das Kreuzen ist und dann steige ich ein. Wie kann ich herausfinden, ob das eigentlich stimmt, was da geschrieben wurde, gesagt wurde, mir erzählt wurde oder wie auch immer. Ich muss mir eigentlich die Mühe machen und den Chart komplett historisch durchgehen. Das heißt, ich nehme mir einen Stift und Papier, schaue mir hier die Märkte an und sage, okay, hier war ein Signal, okay, der RSI ist unter 50, okay, hier will ich Short gehen. Dann schaue ich nach, mein Take-Profit wäre hier, Stop-Loss hier, okay, es wäre ein Gewinn. Nächstes Beispiel, ich kontrolliere das. Also ich müsste sehr, sehr viel Zeit in die Hand nehmen, um den Markt für mindestens ein paar Wochen oder Monate zu testen. Aber dann weiß ich ja immer noch nicht, ob das Ganze auch wirklich für Jahre lang, also langfristig funktioniert. Selbst wenn ich mir ganz, ganz viel Zeit nehme und das jetzt hier für 1-2 Jahre im Euro-Dollar mache, dann muss ich das Ganze auch noch für die ganzen anderen Assets durchgehen und von mir aus auch für sämtliche Zeitintervalle, Stundencandles, 5 Minuten, Tagescandles, das frisst sehr, sehr viel Zeit. Und da ist der ein weiterer großer Vorteil. Auch dann, wenn Sie sagen, ich mag trotzdem manuell handeln, ist das ein extrem großer Vorteil auch für Sie, weil Sie dieses Handelssystem, was Sie haben, auch einfach testen können, also historisch backtesten können. Wir haben hier im MetaTrader den Strategietester, der ist kostenlos mit dabei, da müssen Sie nichts kaufen. Und da können Sie einfach sagen, lieber MetaTrader, ich habe hier mein Handelssystem. Das ist so programmiert wie die Strategie, die ich im Magazin oder in Euro am Sonntag gelesen habe, wo auch immer.
Und teste mal bitte, wie würde diese Strategie laufen, wenn ich das System von 2010 an bis heute, Dezember 2021, gehandelt hätte. Auf Stundencandles, ich kann hier noch ein paar Einstellungen vornehmen und sagen, gut, Take Profit ist hier, Trailing Stop Loss ist hier, das Volumen, der SMA, die Periode und klicke dann einfach nur auf Test starten. Spare mir jetzt die komplette Arbeit mit dem Strichchen im Chart machen und schauen und bekomme dann hier eine komplette Auswertung. Also er geht quasi den Markt historisch durch und tut so, als ob quasi heute der 1.2.2020 ist und geht die ganzen Candles durch und berechnet es. Und am Ende, wenn er den Markt durch hat, haben wir dann auch ein Diagramm. Wir haben hier die Performance, das ändert sich live, also er ist noch dabei beim Rechnen. Wir haben Kennzahlen, wir haben eine große, schöne Auswertung. Wir können jeden einzelnen Trades nachsehen. Und da ist der Vorteil für uns, dass wir jetzt wenigstens ganz klar wissen, ist das eigentlich wirklich profitabel langfristig? Das wissen wir sonst anders nicht. So, das ist jetzt hier fertig vor ein paar Monaten. Ist nicht profitabel. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Testsystem. Aber wir müssen uns vorstellen, da ist man leider sehr, sehr oft. Wir sind zum Beispiel hier an diesem Punkt in der Mitte, wo hier so bei der Trade Nummer 727 circa. Wir haben das hier mitbekommen in der Zeitung. Wir haben da die Strategie gelesen und fangen an zu traden manuell. Und wir haben dann diese Performance danach und denken uns, wow, das ist das System, was wir gefunden haben und wir glauben fest daran, haben eigentlich nur Glück in einer Phase, erhöhen das Volumen, packen immer mehr Geld aufs Konto, erhöhen noch mehr das Volumen und es geht so gut und dann kommt das, was eigentlich kommen muss. Ja, die Strategie ist gerade einfach nur zufällig in einer Gewinnphase gewesen. Der Markt fällt, unser Konto ist komplett gegen die Wand gefahren. Und das ist so wertvoll, wir können diesen Punkt nicht ersetzen. Das ist immer die einzige Möglichkeit, um herauszufinden, ob das, was wir gefunden, gelesen, gehört, gerochen haben, wirklich profitabel ist. Und das ist so ein wertvoller Punkt, wie gesagt, auch dann, wenn Sie sagen, Algo-Trading ist nichts für mich. Ja, wenn Sie es lieben, vor den Charts zu sitzen, was ich verstehen kann, was ich auch sehr, sehr gerne mache, dann hätten Sie jetzt hier wenigstens die Gewissheit. Ja, Sie könnten also wenigstens sagen, okay, das System ist profitabel, alles klar, ich kann dran glauben und ich würde auch wissen, okay, die Durstphasen oder die sogenannten Drawdown-Phasen, die betragen dann 30%, okay, muss ich mich darauf einstellen, weiß ich, wie viel Volumen ich handeln kann, damit ich das finanziell überleben kann und. Ich kann das Ganze auch immer wieder durchtesten und sagen, okay, was ist, wenn ich den Take-Profit von 50 auf 40 stelle? Teste ich wieder durch und so weiter und so weiter und so weiter. Und das ist ein Punkt, den können wir nicht ersetzen. Da gibt es keinen Grund dagegen, keinen Grund um das oder keinen Weg, um das irgendwie zu umgehen. Natürlich können wir uns die Arbeit auch abnehmen lassen. Also es könnte durchaus sein, dass wir diese Auswertung vielleicht schon mitbekommen von wer auch immer uns die Strategie erzählt, wo wir die auch mal her haben. Aber das ist ein ganz, ganz großer Punkt. So, und jetzt geht es um die Angst so ein bisschen. Das ist immer, ich glaube, der größte oder der zweitgrößte Punkt, wie so ein bisschen abschreckt davor, vor den Handelssystemen. Wir kennen es also ein bisschen aus, ja, wo haben wir das? Wolf of Wall Street, Margin Call, die ganzen Kinofilme, die wir so haben oder kennen davon. Da gibt es oft immer die Szenen oder die Handlung, dass die bösen Algos so ein bisschen wie so ein Maschinengewehr loslegen, das Konto schrotten, den gesamten Markt nach unten ziehen und so weiter. Kann das eigentlich bei uns auch passieren? Ist eine gute Frage. Wie sieht es in der Realität aus? Gerade wenn wir auf unserem Konto, wo unser Echtgeld drauf liegt, was wir uns hart erarbeitet haben, wenn wir einfach irgendwelche Handelssysteme aus dem Netz laden, draufpacken, was kann da eigentlich passieren? Was kann eigentlich passieren? Natürlich eine Menge kann passieren, aber eins ist mal ganz wichtig, die Struktur im Hintergrund zu müssen, zu verstehen, wie eigentlich die Trades auf Ihrem Konto kommen. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Ich zeichne das dafür mal hier am Whiteboard auf. Wir haben jetzt hier unseren Roboter. Das ist jetzt hier einfach mal Abkürzung Expert Advisor EA. Das ist jetzt das System, was wir gekauft, gefunden, vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen haben. Das ist unser automatisches Handelssystem, was automatisch auf unserem Konto traden kann. Trades eröffnen, schließen, Stop-Loss setzen und so weiter. Und dann haben Sie hier oben Ihr Konto. So, hier ist jetzt Ihr MetaTrader-Konto bei FX-Wert. So, das Konto. So, hier sind Sie.
So, und dann haben wir natürlich noch unseren Broker, also Konto, da liegt unser Geld drauf. Dann haben wir hier am Ende noch unseren Broker, kürzen wir ab mit FX Flat. So, wie ist jetzt eigentlich die Struktur? Das Konto liegt bei FXBet. Ja, also da haben Sie Ihr Konto eröffnet, da legt Ihr Geld. Das ist quasi Ihr Broker. So, und jetzt haben wir das Handelssystem hier. Wie ist da eigentlich die Berechtigung? Also kann es sein, dass im Handelssystem irgendwie was Böse steckt, was jetzt dem Programmierer, der Programmierer, das ist jetzt hier, der hier unten. So, kann der Programmierer irgendwas mit ihrem Konto machen? Kann es eine Funktion einbauen, um sich nämlich Geld auszuzahlen, um sie irgendwie zu ärgern, um, tja, weiß nicht, was mit dem Konto zu machen? Nein, kann es nicht direkt. Also wie ist die Struktur? Sie kommen an und sagen, okay, dieses Handelssystem aktiviere ich auf meinem Konto. Das heißt, Sie steuern das automatische Handelssystem, Sie aktivieren das System auf Ihrem Konto und so ist auch die Struktur. Hier zwischen liegt ja noch der MetaTrader. Das heißt, ich habe ja hier meinen MetaTrader. Ich deaktiviere das nochmal. Hier ist der MetaTrader. Hier ist mein Konto eingeloggt. Dann aktiviere ich mein Handelssystem. Und es läuft hier im MetaTrader drin. So, gehen wir zurück. Das heißt, das automatische Handelssystem hat jetzt die Berechtigung von Ihnen bekommen, hier in diesem MetaTrader auf Ihrem Konto zu agieren. Das heißt, es darf jetzt hier kurz die Farbe. Ich darf jetzt hier kaufen, verkaufen, Stop-Loss ändern, Take-Profit ändern, Teilschließung machen. Das alles darf es machen. Das war es aber auch schon. Also es darf jetzt kein Geld auszahlen. Wir haben ja eh das Geldwäschegesetz. Das ist nicht möglich, dass irgendwie jetzt hier unten der Max Mustermann das Geld von ihrem Konto auf eigenes Konto überweist. Also das geht technisch nicht, das geht rechtlich nicht. Da gibt es keine Funktion für. Sondern der EA kann einfach nur in Ihrem MetaTrader hier agieren. Und wenn Sie das Gefühl haben, okay, hier stimmt irgendwas nicht, das Handelssystem macht nicht das, was es soll, das gefällt mir nicht, dann können Sie das immer mit einem einzigen Knopf eigentlich deaktivieren. Und das ist immer so das, wo ich sage, wir müssen eigentlich gar keine große Angst haben. Und zwar ist es hier oben der Auto-Trading-Knopf. Wenn das Ganze rot ist, bedeutet es, kein Handelssystem hat eine Berechtigung auf meinem Konto. Wenn das Ganze grün ist, kurz die EAs entfernen, damit hier nicht drauf gehandelt wird. Wenn es grün ist, dann bedeutet es, alle EAs, die ich auf den Charts hier aktiviert habe, haben jetzt eine Handelsberechtigung auf meinem Konto und die könnten jetzt handeln. Das heißt, ich starte jetzt meine EAs, sage, bitteschön, legt los und ich kann jederzeit, egal wann, egal wie, egal wo, sagen, stopp, das reicht mir jetzt. Ich habe genug verdient, ich habe genug verloren, ich möchte es aber nicht. Ich meine, das können Sie eigenständig machen. Und das finde ich mal einen ganz, ganz großen Vorteil im Vergleich zu festen Anlagen, zu Fonds, zu irgendwelchen Produkten, ja, wo es wahrscheinlich eher um Provisionen für die andere Seite geht, wo wir nicht jederzeit sagen können, ich möchte das Geld jetzt sofort haben, weil ich es brauche mal für 2 Monate, um mir die Schnäppchenimmobilie zu holen oder was auch immer. Das können wir ja jederzeit trotzdem, ne? Wir haben zwar einen Roboter, der alles für uns macht, aber ich kann jederzeit sagen, hier oben Auto-Trading aus und dann war es es. Können mein Geld auszahlen lassen, so wie Sie es gewohnt sind bei FXBet. Das ist ja gar kein Problem. Das Einzige, und da müssen wir wirklich vorsichtig sein, folgendes. Wir haben ja hier unten immer noch das Handelssystem, was Berechtigung auf unserem Konto hat und wir haben den Programmierer. Wir können halt nie herausfinden, ob der irgendwie wo was noch Böses programmiert ist. Kommt nicht oft vor, weil der Programmierer davon nichts hat, aber rein theoretisch ist es natürlich möglich. Also der Programmierer könnte natürlich die Standardlogik programmiert haben, von wegen, wenn der Kurs den Durchschnitt kreuzt, dann kaufe oder verkaufe. Er kann aber auch noch böse Funktionen eingebaut haben, wie zum Beispiel, sobald wir den 1.1.2022 erreicht haben, fängst du an, jede Sekunde den Euro zu kaufen und zu verkaufen, kaufen, verkaufen, also ein Maschinengewehr. Oder du kaufst das ganze Konto komplett voll mit irgendwelchen Assets. Wenn ein Markt fällt, dann kaufst du. Also das kann ja alles theoretisch rein programmiert haben. Das werden wir auch nicht erfahren, das werden wir nicht sehen, sondern das werden wir in der Regel dann erfahren, wenn es zum Beispiel zu spät ist. So, deswegen muss ich sagen, wäre ich an Ihrer Stelle immer sehr, sehr vorsichtig bei den zahlreichen 1000 Handelssystemen, die es so im Netz gibt. Dafür haben wir ja
Im Metatrader die kostenlosen Demokonten, die können wir uns ja immer erstellen und einfach mal die ganzen Sachen hier raufpacken. Wenn ich jetzt irgendwo was aus dem Netz geladen habe, mein Moving Average Sample, dann packe ich den erstmal hier rauf auf meinem Demokonto und lasse es erstmal laufen und schaue, okay, macht es einigermaßen das, was es machen soll, macht es nicht, um wenigstens direkt auszuschließen, dass irgendwas eingebaut ist, was nicht sein soll. Wie gesagt, wir können es nicht zu 100% erfahren. Deswegen sollte man immer schauen, dass man ja ein bisschen die Quelle abcheckt, ne? Also der Markt ist natürlich groß. Wir bekommen auch an jeder Ecke Handelssysteme für 5 Euro, aber wir wissen nicht, wer wirklich dahinter sitzt, wo er sitzt, um da irgendwie einen angreifen zu können, um mal nachzufragen. Da müssen wir mal drauf aufpassen. So, das ist so die größte Schwäche, dass wir nicht genau wissen, was da noch drin steckt. So, wenn wir jetzt nochmal zum Anfang springen, hatte ich ja gesagt, jedes Handelssystem macht zu 100% automatisch das, was der Programmierer ihm gesagt hat. Und da kommt es oft zu Verständigungsschwierigkeiten. Ich sage immer, ein Handelssystem macht zu 100% das, was der Programmierer ihm gesagt hat. Also da gibt es gar keine Ausnahmen. Aber oft nur zu 90% das, was der Auftraggeber eigentlich wirklich haben wollte. Da kommt es manchmal so ein bisschen auf Kleinigkeiten an oder auf genaue Definitionen. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel einen Programmierer suchen oder vielleicht auch selbst programmieren und ihm die Logik mitteilen, dann werden Sie merken, es darf hierbei kein Bauchgefühl geben. Also Sie werden wahrscheinlich spätestens genau an dieser Stelle das erste Mal Ihre Handelsstrategie ganz, ganz genau definieren und sagen, wie sie eigentlich laufen. Vielleicht auch dabei merken, dass sie doch ganz schön viel Bauchgefühl in ihrer Strategie haben, was eigentlich nichts zu suchen hat. Nehmen wir als Beispiel einfach mal hier in der Mitte das Kreuz. Und ich schaue mal, ob ich es ein bisschen größer bekomme. Ich mache den Indikator noch raus. Dann sehen wir das gleich. So. Wir sehen hier unten, zur Mitte des Charts, der Markt lief runter unter die rote Linie und den roten Durchschnitt und lief dann wieder hoch. So, jetzt ist unsere Strategie, wir gehen zum Programmierer und sagen, du, wenn der Kurs den Durchschnitt kreuzt, dann gehst du halt long oder short. So, und jetzt kommen wir zu den kleinen Feinheiten, die im Endeffekt sehr, sehr viel ausmachen. So, nehmen wir an, der Programmierer entwickelt das. So, dass der Markt läuft und der EA geht genau an diesen Punkt hier unten, das heißt am Close der Candle in den Markt rein. So, und geht dann die Position wieder raus, also wir gehen hier unten short, und zwar gehen wir dann raus am Close der nächsten Kerze, das ist hier oben, das heißt, wir haben einen Musterverlust quasi mitgenommen, fast am Tief geschortet und fast am Hoch wieder gekauft. So, für den Programmierer ist das ganz klar, alles richtig programmiert und der Auftraggeber oder der Strategieentwickler sagt quasi, ist ja komplett falsch. Ich wollte ja eigentlich genau an diesem Punkt hier, also direkt in dem Moment, wo es gekreuzt war, wollte ich doch verkaufen und nicht hier unten. So, nehmen wir ein anderes Beispiel, ist genau das gleiche, aber eine andere Candle hier, diese Mega-Candle nach oben, ja, Kurs kreuzt den Durchschnitt, hier oben ist das Close. Hier sieht man es nochmal deutlicher, ne? Also wo gehe ich jetzt rein? Gehe ich am Kreuzen rein, das heißt hier, oder wenn die Kerze abgeschlossen ist? Natürlich würden wir jetzt bei dem Beispiel sagen, dann, wenn der Kurs natürlich den Durchschnitt kreuzt in dem Moment. Dann gibt es aber auch andere Beispiele, die der Entwickler wiederum wahrscheinlich nicht sehen wollte oder der Auftraggeber. Das sind zum Beispiel Candles wie jetzt hier, falls man das einigermaßen gut erkennt, wo einfach nur der Docht unter den Durchschnitt lief, das heißt, der Markt lief kurz unter den Durchschnitt und hat aber drüber wieder geschlossen. Das heißt, wären wir hier short gegangen, hätten wir auch wieder einen relativ großen Verlust erlitten. Das sind so kleine Feinheiten, da will ich Sie gar nicht weiter groß mit nerven, aber das meine ich mit, eine Strategie muss zu 100% genauer definiert sein, wenn sie in einen Roboter quasi gepackt wird. Da gibt es kein Bauchgefühl. Also auch wenn ich sage, Herr Programmierer, ich möchte kaufen, wenn, oder ich möchte die Position schließen, wenn der Markt so ein bisschen gegen uns läuft. Da gibt es kein bisschen gegen uns läuft, sondern das müsste, die richtige Definition müsste dann lauten, schließe die Position, wenn wir
2% von unserem unrealisierten Gewinn verloren haben, zum Beispiel auf Tick basierend. Das heißt nicht, wenn die Kerze geschlossen ist, sondern mit jedem Tick wiederum. Das sind so viele, viele Kleinheiten. Und wie gesagt, selbst wenn Sie nicht automatisch damit mit starten wollen, sondern einfach nur die Gewissheit haben über den Backtest, also über die Strategieanalyse, selbst dann müssen Sie das ganz, ganz genau definieren. Und das ist so ein Punkt, wo viele so ein bisschen ins Grübeln kommen, wenn sie dann feststellen, okay, irgendwie diese Strategie, die ich gehandelt habe, die war eigentlich, ja, eigentlich ist es keine Strategie. Also meine persönliche Meinung, entweder haben wir ganz große Markterfahrung und wir haben das Bauchgefühl, wir wissen, wie der Markt läuft, wir kennen den Markt seit Jahren, dann habe ich Verständnis dafür oder verstehe es ganz gut, dass wir eine Strategie nicht niederschreiben können, weil da viele, viele Faktoren eine Rolle spielen, dass wir sagen, ich schaue mir auch die anderen Märkte an, ich gucke mir ein bisschen die Bewegung, die Geschwindigkeit an. Aber wenn wir noch nicht diese jahrelange Erfahrung haben und solche technischen Strategien haben, wo ich auf Indikatoren schaue, ich meine, wir haben im MetaTrader ja schon standardmäßig 20, 30 Indikatoren vorher drin, die ich mir alle mal im Chart ziehen kann. Und so der Standard-Neuling-Chart sieht in der Regel auch in etwa so aus und noch bunter. Dann muss es einfach ganz klar definiert sein. Ja, wenn die Definition ist, der ATR ist über 50, dann ist das über 50 und nicht kurz an der 100. So. Das dazu, falls Sie das programmieren möchten. Natürlich gibt es die Variante, wo wir sagen, ich lerne noch das Programmieren und programmiere das selbst. Da will ich Ihnen gar nicht die Motivation nehmen, sondern möchte eigentlich nur sagen, nehmen Sie viel, viel Zeit mit den ganzen Sachen selbst zu programmieren. Ja, also die Handelssysteme im MetaTrader oder Indikatoren, die sind ja alle in einer eigenen Sprache entwickelt worden. Das ist MQL4 oder MQL5, je nachdem, welchen MetaTrader Sie verwenden. Ich muss dazu auch sagen, wir kombinieren halt zwei Welten. Das darf man immer nicht unterschätzen, finde ich. Wir haben zum einen diese komplexe Thematik Trading, wo ich Ihnen nicht erzählen muss, wie kompliziert das eigentlich manchmal sein kann und wie schwierig. Und auf der anderen Seite haben wir den Beruf, für den es eine Ausbildung gibt oder einen Studiengang, den Programmierer. Und je nachdem, wie viel Zeit wir haben oder wie fit wir in dem Thema sind. Also, na klar, wenn wir schon Webseiten programmieren oder schon ganz viel Programmiererfahrung haben, dann ist das für uns relativ einfach. Aber wenn wir das nicht haben, ist das ein sehr, sehr großer Aufwand und eine sehr, sehr, sehr große Aufgabe für uns, das Ganze umzusetzen. Programmieren lernen, die Logik lernen, dann wollen wir noch traden können. Sehr, sehr schwierig, das zu kombinieren. Deswegen müssen wir uns im Vorfeld überlegen, wie geht meine Richtung dahin? Also wenn wir jetzt heute zum Beispiel nach dem Webinar sagen, das ist interessant für mich. Programmieren kann ich aber nicht. Ich habe jetzt auch nicht so die Zeit, das zu lernen. Deswegen ist ja eigentlich die Automatisierung für mich ja ganz interessant, weil ich Zeit sparen möchte. Dann ist, glaube ich, für die meisten, da spreche ich aus Erfahrung, wenn ich mir so unsere Kunden über die letzten Jahre ansehe, bei einige geworden, dann geht der Trend eher dahin, dass man sagt, man entscheidet sich entweder dafür, dass man einen Programmierer beauftragt oder wo die Mehrheit zugeht, ist, dass sie einfach sagt, ich will diese komplette Abkürzung haben. Das heißt, ich möchte nicht erstmal eine Strategie suchen, die programmieren oder programmieren lassen, testen, schauen, wie läuft es, die Analysen fahren, historische Daten besorgen, sondern ich möchte diese komplette Abkürzung haben und nehme einfach ein komplett fertiges System. Das ist so, wofür sich die meisten Trader dann entscheiden, weil das ja eigentlich die gewünschte Abkürzung quasi zum Erfolg ist. So, und das ist natürlich die Frage, wo komme ich an diese Systeme? Ganz klar, wir von AlgoCam sind natürlich eine Bezugsquelle, aber ich möchte hier heute gar nicht so groß die Verkaufsshow starten, sondern eigentlich eher Ihnen das Wissen mitnehmen, um selbst die Entscheidung zu treffen. Das heißt, wenn Sie nach dem Webinar ein bisschen herumgoogeln und schauen und ein paar Handelssysteme finden, dass sie einfach so ein paar Punkte von mir mitbekommen, wo sie wissen, okay, darauf muss ich jetzt einfach mal achten. So. Dafür gehe ich nochmal an mein schönes Whiteboard und wische einmal alles komplett digital ab. So, worauf muss ich achten oder wie erkenne ich eigentlich gute Handelssysteme? Ich glaube, das war auch mal ein gemeinsames Webinar mit Wixwet vor, ich glaube, schon ein, zwei Jahre her. Auch ein Thema für sich. Aber wir können hier ein paar Punkte kurz und knapp mitnehmen, um das Ganze zu entscheiden. Wo sollte ich wegrennen? Wo sollte ich zugreifen quasi? Gell? Ganz, ganz, ganz wichtig.
Wir brauchen immer die Analyse. Das ist ja das Wichtigste für uns. Also ich kaufe kein Handelssystem, wo drauf steht, weiß nicht, die eierlegende Wollmilchsau für 500 Euro. Handel top, nur Gewinne. Kaufe ich ja nicht. Also ich brauche Zahlen, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ich nehme dafür gerne mal als Referenz ein System von uns zum Beispiel. Ich brauche auf der Webseite, wo auch immer ich das finde, brauche ich Zahlen. Ich muss wissen, wie lief das System. Ne? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel den Moneymaker, so heißt ein Handelssystem von uns. Ich muss sehen, wie war die Performance in den letzten Jahren, 2009, 10, 11, 12, 20. Ich muss wissen, wie lief das in den einzelnen Monaten, damit ich nicht geblendet werde. Also es bringt mir nichts, ein System zu haben, wo ich, sag mal, am Ende des Jahres 2% gemacht habe, aber ich unter des Jahres kurz vor der Insolvenz war mit minus 10, minus 10, minus 10, minus 90% mit leichten Gewinnen. Die Zahlen brauche ich, um das Ganze bewerten zu können. Ich brauche noch ein paar andere Kennzahlen. Da kann man sich drüber streiten, welche man braucht und welche nicht. Das sind zum Beispiel so Zahlen wie der Drawdown an sich. Ne? Also was war die größte Verlustphase? Wie groß sind so die einzelnen Gewinne, einzelnen Verluste? Das brauche ich zum einen. Natürlich muss ich erstmal die Entscheidung treffen, ist das profitabel? Also geht die Kurve von unten links nach oben rechts? Ja, okay, das System ist über einige Monate profitabel gewesen. Dann ist auch ganz wichtig, nicht jedes System ist für jeden gemacht. Das klingt immer ein bisschen komisch, weil wir wollen ja alle Geld verdienen. Wenn das System Geld verdient, ist doch okay. Daher ist diese Betrachtung monatsweise, finde ich persönlich, auch sehr, sehr wichtig, um herauszufinden, passt dieses System zu meinem Typ? Wenn ich also einer bin, der bei minus 2% schon sehr, sehr schwach wird, dann weiß ich, okay, ein System, wo ich jetzt hier beispielsweise auch mal minus 11% im Monat habe, ist dann nichts für mich. Ja, also so Kleinigkeiten, die schon mal direkt, wo wir direkt schon mal filtern können. Oder bin ich einer, der sagt, ich mag das Risiko. Also ich mache mir ein kleines Risikokonto, packe da 5.000 Euro auf, weg ist weg, mehr ist noch schöner. Dann schaue ich mir die Zahlen an und sage, okay, wir haben unter dem Monat natürlich auch mal 11% im Monat minus, mal 8%, aber dafür haben wir am Ende des Jahres auch 46, 50, 33, 36. Da passt das Verhältnis wiederum. Ne? Also es wäre ungesund, wenn wir zum Beispiel eine Jordan-Phase haben, also eine maximale Verlustphase von 50%. Das heißt, temporär ist die Hälfte unseres Kapitals mal weg gewesen. Das gehe ich ja nicht ein, um das Ziel zu haben, am Ende des Jahres 1,5% zu verdienen. Da können wir wahrscheinlich andere Anlageprodukte wählen, wo wir das ähnlich hinkriegen mit weniger Risiko zum Beispiel. Also das sind alles Zahlen, wo wir selbst für uns entscheiden müssen. Ja, okay, passt das nicht? Sage ich, ja, okay, ist in Ordnung. Oder ich gucke mir ein anderes System an, nämlich ein British Fund System. Hier sage ich wiederum, okay, gut, hier habe ich jetzt die Monate, die sind noch ein bisschen teurer, das ist ein bisschen volatiler. Ich mag eh ein bisschen Action in meinem Konto haben, dann passt das ein bisschen mehr dazu. Das heißt, das Wichtigste ist fast eigentlich schon selbsterklärend. Natürlich brauche ich die Gesamtübersicht, ist das System erstmal profitabel? Punkt 1. Dann ist natürlich die Frage, wie lange ist das Ganze schon profitabel? Also ich sage mal, es sollte schon mindestens, natürlich immer je nach Anlagehorizont, von 2010 an profitabel sein. Wenn ich jetzt ein System habe von 2020, wo nur dargestellt wird, dass das 2020 profitabel ist, von 2021, dann laufe ich einfach Gefahr, dass ich einfach nur ein Glücksjahr gerade gefunden habe. Also das werden Sie wahrscheinlich merken, wenn Sie selbst Systeme entwickeln oder müssen durchtesten. Es ist keine Kunst, ein System zu entwickeln, was irgendwie mal ein Jahr profitabel ist. Das heißt, in unserer Strategieentwicklung, wenn wir Strategien entwickeln, da kommen zig Systeme raus, regelmäßig, die mal im kurzen Jahr richtig gut laufen, aber die Jahre davor und danach nicht. Da haben wir keinen Vorteil am Markt, das ist keine wirkliche Strategie, das ist einfach ein Glücksjahr. Deswegen achten Sie mal darauf, dass die Zahlen ein paar Jahre zurückgehen. Und wieso sage ich, Anlagehorizont ist wichtig? Wenn ich ein System habe, was zum Beispiel auf Tagescandles schaut, dann ist natürlich eine Aussagekraft von ein, zwei Jahren gar nichts. Dann würde ich sagen, ist die historische Analyse von 2010 bis heute eigentlich auch schon ein bisschen zu wenig. Habe ich nur um ein System, was auf Minuten-Candles guckt,
Gut, dann könnte ich auch sagen, okay, 2015 reicht vielleicht auch bis heute. Es kommt im Endeffekt nicht auf die Jahre an, sondern es kommt eigentlich darauf an, wie viele Trades machen wir in dem Zeitraum. Ja, also wenn ich ein Tagessystem habe, was im Jahr zum Beispiel 5 Trades macht, dann ist eine Analyse von 2, 3 Jahren nicht aussagekräftig, wenn ich dann irgendwie 10, 15 Trades gemacht habe. Habe ich wiederum ein System, was Skype auf Minutenbasis oder Tickcharts unterwegs ist, was im Jahr 4000 Trades macht, dann ist die Aussagekraft von jedem Jahr natürlich weit, weit größer als bei dem Tagessystem. So, also die Zahlen müssen passen. Dann der zweite Punkt, den kann man nicht bestimmen, sondern müssen Sie für sich selbst entscheiden, ist, ob die Zahlen zu Ihnen passen. Dann gucken Sie sich die Drawdown-Phasen an, die Gewinnphasen, passt das zu Ihnen? Und deswegen haben wir es hier zum Beispiel ganz gut dargestellt. Wir haben jetzt hier gesagt, das System hier zum Beispiel ist mit 2.000 € gestartet. Wir haben das Volumen nie erhöht. Wir haben immer mit jedem Trade 0,1 Lot gehandelt. Und dann sehe ich zum Beispiel, wir haben eine maximale Drawdown-Phase von 60%. Und dann kann ich selbst für mich durchkalkulieren und sage, okay, was mache ich hier im Jahr so circa? Oh, nehmen wir jetzt einmal den Schnitt. Ja, 20% mache ich zum Beispiel durchschnittlich im Jahr. Wie ist da mein Verhältnis? Und ich sage, gut, 60%, wenn ich mir vorstelle, in dem Moment, ich sitze davor und mein Konto ist temporär 60% hinten. Halte ich das aus? Ist das für mich gesund? So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, puh, ist mir ein bisschen zu viel, ist es direkt kein Aus- oder K.O.-Kriterium, sondern ich kann immer noch einfach sagen, okay, dann sage ich zum Beispiel, ich verringere das Volumen einfach. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Beispiel ein 2.000 € Konto, trade pro Trade 0,1 Lot. Dann sage ich einfach, ich trade 0,05 Lot. Also ich halbiere alles. Natürlich die positive, aber auch die negative Seite und sagt dann halt, dann ist mein maximaler Draw noch nicht mal bei 30%, basierend auf die Vergangenheit, nicht mehr 60, sondern 30%. Und ich habe dann halt in den Zeitraum von den 16 Jahren nicht 480% gemacht, sondern 240%. Sage ich, okay, das passt schon eher zu mir. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn das haben wir sehr, sehr oft erlebt. Trader schaffen es, obwohl sie ein profitables System, also auch nach dem Kauf immer noch profitabel läuft, trotzdem Geld zu verlieren. Weil das System nicht zu ihnen passt und weil sie ein bisschen zu viel in den System sehen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. So, also Zahlen müssen ausreichend da sein über Jahre, die Zahlen müssen zu Ihnen passen und dann bin ich ganz persönlich immer zu schauen, habe ich irgendwie einen Support, wo sitzt der Verkäufer? Wir müssen uns vorstellen, es passiert immer mal was. Es kann immer mal sein, dass irgendeine technische Frage aufkommt, das was nicht läuft, dass eine Fehlermeldung bei Ihnen kommt. Sie kennen es ja, Software, Computer oder auch Smartphone, Tablet, da gibt es immer mal was, wo man nicht sofort was versteht. Habe ich einen Support mit bei? Also habe ich einen Ansprechpartner? Kann ich irgendjemanden anschreiben? Bekomme ich eine Frage nicht erst nach 2 Monaten beantwortet, sondern zeitnah nach 1, 2, 3 Tagen? Und dann natürlich noch die Frage, wo sitzt die Person, die Firma oder was auch immer? Es ist kein, soll gar nicht böse gemeint sein, soll auch kein Vorurteil sein, aber müssen wir uns mal vorstellen, wenn wir irgendwo ein System auf einer bunten Seite kaufen für 20, $30, wo wir kein Impressum haben, wo wir nicht wissen, wer steckt da eigentlich dahinter, möchte ich mal so ein bisschen meinen, dass man da auch keine große Vorsicht bei der Entwicklung walten lässt, was die Sicherheit von solchen Systemen zum Beispiel anliegt. Ich meine, bei uns dauert die Testphase der Systeme immer extrem lange, weil wir keine Systeme rausgeben wollen, die plötzlich zum Maschinengewehr sich entwickeln auf dem Konto. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte irgendwo einen Online-Shop ohne Impressum oder hätte irgendwie einen Briefkasten auf irgendwelchen Steuerinseln, dann wäre mir das wahrscheinlich relativ auch egal und sage einfach, gut, ich habe irgendwas hingeklatscht, das funktioniert einigermaßen, mache ein paar schöne Charts drauf, verkaufe das. Da würde ich mal aufpassen. Also gehen Sie da ähnlich vor, wie wenn Sie irgendwas im Internet bestellen. Wenn Sie irgendwo einen Online-Shop finden, der ein bisschen komisch wirkt, wo Sie nicht genau wissen, wer steckt dahinter, dann würden Sie wahrscheinlich auch nicht Ihre Kreditkartendaten angeben, sondern würden dann maximal vielleicht mit Nachname bestellen oder ja, oder auf Rechnung was kaufen. Und so sollten Sie ja auch vorgehen. Also eigentlich so das normale Achten auf so ein paar Punkte drumherum. So, und jetzt kommen wir zu den großen, großen Fehlern. Das will ich unbedingt noch abarbeiten mit Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn das Ganze bei Ihnen läuft. Was passiert, wenn Sie ein System laufen lassen?
Wo sind da die größten Fehler? Weil es kommt wirklich sehr, sehr oft vor, dass man ein profitables System an der Hand hat. Man hat es, man besitzt es, es läuft auf dem Konto und trotzdem wird damit Geld verloren. Ich selbst habe auch relativ, ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, was eigentlich die Gründe dahinter sind. Ich nenne hier einfach so ein paar Beispielsituationen, bevor wir auf die eigentlichen Probleme mal eingehen. Also ich habe jetzt hier ein System gekauft, ich habe jetzt hier von mir aus den GBP-Prinz gekauft. So. Mein Konto läuft schon bei FXBet. Ich habe jetzt hier den GBP, den Bruttopfund-Chart offen. Ich installiere das so wie gewünscht. Stundencharts, packe jetzt hier mein System drauf. So ein Testsystem, es läuft. So. Und dann geht das Große los. Wir gehen jetzt hier unseren Short Trade zum Beispiel ein. Ne? Das System geht jetzt hier ins Short Trade ein. Zeichnen wir das besser auf, dann können wir es mal ein bisschen besser verstehen, das Problem. So, der Markt läuft so. Das System geht jetzt hier short. Und der Markt, also genau an diesem Punkt hier geht's short. Weil der Markt läuft runter, so läuft er langsam hoch. So, der Trader sitzt davor, freut sich, findet schön, Gewinne, 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 Gewinne kommen rein und der Markt geht hoch und Gewinne abgegeben, abgegeben. Dann sitzt der Trader davor und denkt sich, wieso geht er nicht raus? Wieso ist er hier unten nicht rausgegangen? Wieso ist er am Low nicht in der Position rausgegangen? Es ist doch ein automatisches Handelssystem. Das muss es doch wissen. Der Roboter muss es doch wissen. Was macht die Person? Sagt sie einfach, nee, also irgendwas stimmt hier nicht. Ich gehe hier manuell raus, schließt die Position. So, wie läuft der Markt? In der Regel dann so. Und ärgert sich darüber. Das ist immer noch das Beste, was ich eigentlich. Klingt böse, aber was ich den Personen eher wünsche, als wenn der Markt nach oben läuft, sich bestätigt fühlen und dann ständig ins System eingreifen. Ist ein schwieriges Thema. Wir sitzen davor und denken immer, dass wir es besser wissen. Aber in der Regel, das weiß selbst, also auch ich, ja, das weiß keiner, keiner würde es besser wissen als der Roboter in dem Moment. Wir können Glück haben und sagen, wir gehen hier raus und schließen das Ganze. Oder wir machen immer wieder diese Fehler, gehen immer wieder manuell raus. Und das ist so, ich glaube, das größte Problem, dass die Trader immer wieder eingreifen. Sie lassen die Roboter nicht alleine agieren. Und dann frage ich immer, je nachdem, wie entspannt die Beziehung zu dem Trader ist, frage ich immer ganz klar, handelst du profitabel? Bist du seit Jahren profitabel auf deinem Konto? Wenn nicht, woher kommt die Berechtigung oder wieso denkst du, weißt du es besser, dass du diese Position schließt? Natürlich ist es dein Geld, kannst du machen. Es ist, mach, was du damit möchtest. Das hast du dir erarbeitet. Keiner kann die Entscheidung für dich abnehmen. Aber dieser Roboter, der basiert auf einer Strategie und diese Strategie wurde über Jahre getestet, von 2010 getestet. Das System weiß, wenn der Markt so steht, die Sonne hier oben steht und der RSI so steht, wenn alle diese Kriterien erfüllt sind, dann ist das in der Regel immer ein gutes Zeichen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, danach einen Gewinn zu generieren, war in der Vergangenheit, in den letzten 20 Jahren, immer sehr, sehr hoch. Deswegen geht das System in eine Position ein. Aber der Trader vergisst es in dem Moment und geht einfach rein. Also er greift einfach rein und schließt das Ganze. So, wo ist eigentlich das Problem? Na gut, wenn ich jetzt immer mal ein bisschen Gewinn mitnehme, ist doch schön. Also immer mal hier 10 €, da 20 €, da 30 € mitnehmen, ist doch okay. Kann doch gar nichts passieren. Und doch, da kann was passieren. Und zwar machen wir unseren Durchschnitt kaputt. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir diese großen Gewinne nicht mitnehmen. Nehmen wir an, das hier ist auch ein Kursverlauf. Der läuft jetzt hier so weiter. Wir gehen jetzt hier long. Der Trader greift wieder ein, geht hier raus. Hat ein bisschen Gewinn mitgenommen. Hier denkt er sich, boah, ich bin besser als das Handelssystem, ich kann es eh besser. Und dann läuft der Markt hoch, hoch, hoch. Und der Roboter hätte eigentlich hier geschlossen. Das heißt, er nimmt seine 5 € mit. Wir hätten in Wirklichkeit 30 € mitgenommen. So. Wie ist es bei den Verlusten? Nehmen wir an, wir haben eine Verlustphase. Nehmen wir an, der Markt läuft jetzt anders ein. Da kommt das große Problem wieder ins Spiel. Der Markt läuft halt so. Zwar geht der Markt hier oben, der Roboter geht hier oben long, also er kauft an dieser Stelle. So, der Markt fällt, macht Verluste, macht Verluste, macht Verluste, macht Verluste und schließt hier.
Hier greift der Trader in der Regel nicht an. Wir kennen das Problem. Verluste werden immer laufen gelassen, bis das Konto Schrott ist, aber Gewinne nimmt man gerne dann die 10 Cent mit, die gerade angezeigt werden. So, ist völlig normal. Jedes Handelssystem macht Verluste. Das gehört zum Spiel dazu. Auch solch ein relativ großer Verlust gehört dazu. Stört dem System aber nicht, weil er das gut ausbessern kann. Und das Problem ist, wenn wir jetzt die Gewinne immer begrenzen auf 2, 3 Euro oder auf 10 Cent, aber die Verluste laufen lassen auf 20, 30 Euro, ja, dann haben wir einen Durchschnitt, der kaputt ist. Das heißt, die durchschnittlichen Gewinntrades sind sehr, sehr klein. Also die sind jetzt hier, ein durchschnittlicher Gewinntrade ist dann irgendwie 1 Euro und der durchschnittliche Verlusttrade ist dann einfach bei 11 Euro. Und dadurch ist das ganze System dann zum Beispiel nicht mehr profitabel. Das heißt, diese Performance-Kurve, die wir haben, kann einfach dann nicht mehr profitabel sein, weil wir ständig eingreifen. So, und das Eingreifen hat im Algo-Trading eigentlich nicht so viel zu suchen, beziehungsweise gar nichts zu suchen. Wir müssen irgendwann eingreifen. Ja, keine Frage. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir sagen, ja, das System funktioniert irgendwie nicht mehr so wie bisher. Bisher haben wir unsere durchschnittlich 2% im Monat gemacht, jetzt sind das nur noch 1,8 und jetzt wird es langsam immer weniger. Irgendwann kommt mal der Zeitpunkt, wo wir durchaus sagen dürfen und können, ich schalte das System jetzt aus, weil der Markt hat sich jetzt nach 4, 5 Jahren geändert. Wir haben nicht mal so groß den Vorteil, ich wechsle jetzt auf ein anderes System. Das ist völlig legitim. Es ist unser Geld, wir können ja machen, was wir damit wollen. Aber tödlich ist es, ständig hin und her zu switchen. Zu sagen, ah nee, Verluste gemacht, ich mache jetzt aus. In 2 Tagen mache ich wieder an, wieder ein bisschen aus, wieder ein bisschen an, aus. Nein. Hin und her macht beim Trading sowieso die Tasche leer und beim Algo-Trading genauso. Wir müssen bereit sein, also die Frage sollte man zum Vorfeld stellen, ob wir wirklich bereit sind, das System einfach laufen zu lassen, durchgehend laufen zu lassen. Wir müssen nicht zusehen, wie es unser Konto schrottet, wenn wir sehen, hier stimmt irgendwas nicht, das natürlich nicht. Aber wir werden es niemals besser wissen als der Roboter. Und das ist der größte Grund und das größte Problem, wieso viele Trader Geld verlieren, obwohl sie ein profitables System an der Hand haben. Da muss man sich dann wirklich ernsthaft die Frage stellen, was muss noch kommen? Was muss noch kommen, damit das System, damit der Trader mit dem Thema Trading Geld verdienen kann? Muss die Performance-Kurve wirklich so aussehen? Es ist schwierig. Da kann kein Handelssystem der Welt irgendwie helfen in dem Moment, leider. So, mit Blick auf die Uhr sind wir langsam am Ende. Wir haben noch ein paar Minuten für die Fragen. Wenn jetzt Fragen da sind, gerne her. Ich habe ja eine große Frage, die lese ich mir mal kurz durch. Deswegen schweige ich mal kurz 2, 3 Sekunden. Genau, die Bemerkung, die hier noch kam, ist, dass es auch Software da draußen gibt, die die Programmierung für uns übernimmt quasi, dass wir so eine Art Baukasten haben, wo wir das Ganze zusammenstecken. Gibt es auch da draußen. Ich glaube, wir müssen einfach suchen nach Handelssystembilder, Algo-Bilder, Expert-Advisor-Bilder. Da gibt es viele Anbieter, sind da kostenlos, kostenpflichtig. Ich glaube, der MetaTrader 5 hat sowas auch mit eingebaut, wo wir quasi per Knopfdruck uns da zusammenklicken können. Kann man so vorstellen, wie eine IKEA-Küchenbilder, wo wir das zusammenklicken, ohne programmieren zu können. Das können wir durchaus machen. Erfahrungsgemäß gibt es halt auch mal Grenzen. Also klar, wenn ich jetzt eine einfache Strategie habe, können wir uns ja auch ein bisschen zusammenklicken. Dafür sind die Tools eigentlich relativ gut. Wenn es dann aber komplexer wird, da kommen viele, viele an die Grenzen. Aber natürlich, wenn man eine einfache Strategie hat, muss man dafür auf jeden Fall keinen Programmierer beauftragen, sondern kann sich das so ein bisschen einfach zusammenklicken, besser gesagt. So, genau, wenn sonst noch Fragen aufkommen, gerne hatte ich am Anfang gesagt, FXBet kontaktieren oder einfach uns von AlgoCamp anschreiben. Wir beide helfen, wenn einer nicht weiß, dann wird beim anderen nachgefragt. Wie gesagt, bei uns haben wir hier das Kontaktformular, uns auch kontaktieren können.
Bei YouTube auf dem FXpert-Kanal gibt es auch schon eine große, große, große Sammlung an den vergangenen Webinaren. Das heißt, wenn das Thema für Sie nach wie vor interessant ist, Algo-Trading, Strategieentwicklung, weil das ja auch in der Frage aufkam, Betrieb von Handelssystemen, Backtesting und so weiter, da gibt es zahlreiche Videos noch auf dem YouTube-Kanal. Und genau, die Antworten wird es überall geben. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute durch, Nelson, oder? Ja, scheint so. Du hast alles gesagt. Bei Fragen gerne auch uns kontaktieren. Und wenn wir da entsprechend Input von David brauchen, dann leiten wir das Ganze weiter. Ansonsten möchte ich mich natürlich bei dir bedanken, David, für die Webinare in diesem Jahr. Hat Spaß gemacht. Umso mehr freue ich mich dann aufs nächste Jahr mit neuen Themen, mit neuen Terminen. Sie werden natürlich dann entsprechend auch zeitnah informiert, wenn die Termine online sind. Und auch ein riesen Dankeschön an Sie, dass Sie das Interesse hatten und immer hier mitgemacht haben und live dabei waren. Vielen Dank dafür. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie dann nächstes Jahr ebenfalls dann wieder dabei sind. Ich habe noch ein Webinar dieses Jahr. Deswegen, falls Sie dann nächste Woche nochmal vorbeischauen, dann hören Sie mich wahrscheinlich nochmal. Ansonsten aber für all die anderen wünsche ich eine schöne Zeit. Kommen Sie gut durch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund und wenn Sie dieses Jahr noch handeln, natürlich viel Erfolg und passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und David, du hast gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, ich danke dir auch. Ich danke auch allen Teilnehmern, die heute mit dabei waren. Freut mich immer wieder, wenn so viele sich für das Thema Algo-Trading interessieren. Im ersten Moment relativ kompliziert, aber eigentlich dann doch gar nicht so schwierig und ein sehr, sehr schönes Thema. In dem Sinne, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank und ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins nächste Jahr und wir hören und lesen uns dann im nächsten Jahr wieder. In diesem Sinne, schönen Abend und tschüss.